Meine Frau und ich, wir hatten ein paar Tage Zeit und wollten auf Adventure gehen. Wir sind in den Bregenzer Wald, in die Natur, in die Berge. Und so wie es ist, ich habe einfach den Tupf vergessen. Und ich konnte mich dann erinnern, dass mit Steine genauso gut zum Kochen ist wie im Topf. So wie ich das in Amerika gemacht habe und auch in anderen Zeiten. Und wir haben uns dann eine kleine Schale mit Glut gebrannt und haben ein paar Steine geholt. Da ist sehr, sehr wichtig, dass die Steine nicht im Bachbett geholt werden, weil die sind sehr nass und die können dann explodieren im Feuer. Wir haben ein paar schöne, runde Steine gefunden und ich hatte viel Gemüse mit, so wie Paprika, Zwiebeln, Auberginen, Tomaten und Knoblauch. Und dann habe ich das Gemüse und die Schale reingemacht. Die heißen Steine, die ich so circa eine halbe Stunde davor reingelegt habe, in ein großes Feuer. Rausgeholt, das Gemüse reingelegt, außer der Knoblauch, der verbrennt sonst. Ah, und die Tomaten. Die Tomaten sind da für die Soße, das dauert noch. So. Dann habe ich Olivenöl auf die Steine draufgelegt. Ihr seht jetzt brustelt es noch nicht so, aber schaut, was jetzt passiert. Ah, jetzt wird es so richtig heiß. Natürlich, wenn ihr Bratöl nehmt, das ist ein bisschen gesünder. Ich nehme, was ich gerade hier habe, und Olivenöl passt gut zu dem mediterranen Gemüse dazu. Das könnt ihr ausprobieren. Die Steine sind nicht glühend. Ich habe es auch schon mit glühenden Steinen gemacht, also richtig rot. Dann muss ich einfach schneller drehen. Aber dann ist die Gefahr, dass es mehr brennt. Aber es ist natürlich effizienter, da brauche ich dann weniger Steine. Oder wieder ein bisschen. Ja. Öl. Wenn ihr mit den Steinen gart, da ist immer das Risiko, dass so kleine Kiesel rausfallen, und somit bedeutet das, dass man diese Gerichte sehr achtsam essen muss, wenn ihr alle Zähne noch im Mund behalten wollt, weil das kann schneller passieren, wie ihr glaubt. Somit ist das eine Mahlzeit, die ihr so richtig schön genießen könnt. Langsam kauen und die Gaumenfreude so richtig genießen. Jetzt lege ich mal den Knoblauch dazu. Stück Stein abgefallen und weg. Würzen könnt ihr das so nach Saison, wenn ihr wilde Kräuter habt, so wie Bärlauch, der ist jetzt gerade verblüht und kann ich den nicht mehr reinmachen. Kirsch, Vogelmiere, natürlich auch Rosmarin, Thymian aus dem Garten. Wenn ihr keinen Knoblauch habt, könnt ihr ein bisschen Knoblauchrauchte mitnehmen von draußen, von der Natur. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten. Ich lasse jetzt das Gericht, mache es jetzt dieses Mal ohne Kräuter. Also wie ihr seht, kann man da richtig kreativ sein und ausprobieren. Jetzt merke ich hier, dass die Steine an Hitze verlieren. Jetzt nenne ich mal einen Stein direkt im Feuer.
Wenn ihr natürlich draußen keine Schaufel habt, wird das eine größere Aufgabe. Aber mit zwei Stöcken ist das auch möglich. So, okay. Und jetzt tun wir das mit ein bisschen Balsamico ablöschen. Könnt ihr, gebt jetzt da Wasser dazu. Ihr könnt auch Tomatenpassata dazugeben. Dann die frischen Tomaten, die geschnittenen. Und wenn die richtig reif sind, dann entsteht da eine eigene Tomatensoße. Und hier können wir jetzt noch Tomatenpesto dazugeben. Es geht auch Basilikumpesto. Und wenn ich jetzt Kräuter dazugeben will, ist jetzt die Zeit. Ich gebe ein paar Kräuter dazu, gebe die Steine raus. Dann habe ich ein richtig leckeres mediterranes Gemüse. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Gericht und guten Appetit.